Die Zugspitzgemeinde Erwald ist ja nicht nur die zweitgrößte Kommune im Bezirk, sondern touristisch und wirtschaftlich gesehen auch einer der wichtigsten Standorte hier in Zwischendorn. Aber auch das Vereinswesen hat hier in der Gemeinde Erwald einen sehr großen Stellenwert. Brauchtum und Tradition pflegen und für die Nachwelt erhalten. So könnte auch das Motto eines Vereines lauten, der einzigartig im Bezirk ist. Es handelt sich dabei um die Erwalder Einscheller. Was das Ganze jetzt konkret auf sich hat, da werden wir jetzt den Obmann, den Viktor Hoheneck, befragen. Und ich würde sagen, wir packen es gleich. So, wir befinden uns jetzt beim Viktor Hoheneck hier in der gemütlichen, warmen Stube hier am Bauernhofen. Neben mir ist jetzt der Viktor Hoheneck. Viktor, du bist der Obmann der Erwalder Einscheller. Generell jetzt, wie hat das Ganze alles begonnen, beziehungsweise wie ist man auf das gekommen? Ja, das war so. Meine Mutter, die ist von Tarrens drüben und die hat da hergeheiratet. Und die hat, ist gerne in Fasching gegangen und hat zu ins Buben gesagt, Buben, gehen jetzt doch einschellen. Wir haben gesagt, ja, was soll das sein, das einschellen? Ja, sagt sie schon, da gehen jetzt so die Bauern jetzt und dann leichen jetzt Schellen aus. Und dann hat jetzt so ein Ding um und legen sie Leder raus und dann beides Hemmer und gehen jetzt ins Dorf auch und ein paar Wirtshäuser und da hat jetzt so ein bisschen einschellen. Und da sind wir nur zu vier gewesen und zwei schneller sind gewesen. Und zwei Hexen haben wir gehabt. Mehr haben wir gehabt damals. Wie hat sich das Ganze dann weiterentwickelt? Ja, damals ist das nachher weitergegangen. Jeder ist gekommen, hat könnt ihr da mitgehen? Ja, haben wir gesagt, wir müssen da etwas herrichten. Und dann haben wir halt gesagt, nachher sind wir zu den Erwalder Bauern gegangen, wieder ausleichen. Und dann haben wir zwei Schellen. Dann sind wir auf Terrasse gefahren und auf Straße. Und da haben wir auch noch von den Bauern Schellen gleichen. Und dann sind wir auf einmal schon sechs gewesen und nachher wieder und dann mehr Hexen wieder und so ist das weitergegangen. Es gibt ja nicht nur die Scheller, sondern auch Roller und Hexen. Ja, das ist noch so gekommen. Dann sind wir nachher sechs Scheller gewesen und nachher haben wir gesagt, wir könnten eigentlich auch zwei Impfstehen, haben wir gesehen, die Roller. Dann haben wir mal gefragt, wo man das herkriegt. Und dann haben wir so Roller gekauft und haben das auch vier. Das sind jetzt vier mehr wieder. Und dann haben wir zugleich noch einen siebten Scheller. Und jetzt haben wir fünf Hexen. Und zuletzt, der Bock habe ich ganz vergessen. Der Bock geht ja auch schon jahrelang mit. Das ist ja bei uns so der Hauptding, der Bock da. Weil der Bock, der stinkt da so. Den haben wir im Gorstall drin, beim Ziegenpeter. Echt, dass der richtig stinkt. Und die Leute, die wollen, wenn die zu den Weiberleuten nachgehen, der Bock, der stinkt, die weg schreien sie alle. Gell. Und das ist ein ganz richtiges Ding mit dem Feld, das stinkt so. Nicht nur, dass der Bock stinkt im wahrsten Sinne des Wortes, sondern was vielleicht auch ganz interessant ist, es dürfen ja nur ausschließlich die Unterdörfler mitmachen. Ja, das ist ja so. Wir haben das in Unterdorf gemacht. Dann haben wir gesagt, also solange es geht, wir nehmen keinen Oberdörfler nicht. Also wir bleiben da dran. Und einmal hat keiner ein Oberdörfler mitgehen, weil wir keinen schneller gehabt haben. Und der hat dafür mitgehen, das war eine Ausnahme. Und bis heute haben wir das durchgezogen. Mein Vater hat erzählt, 1922, da haben sie einen geschnellt. Nicht mit den Glocken, da sind die Oberdörfler von oben nachgekommen und die Unterdörfler von unten auch. Und den haben sie getroffen und da ist noch ein Mordsgaudi gewesen und oft auch Haarereien sind gewesen. Konkret jetzt, wie spielt sich das Ganze jetzt ab beim Einschellen? Ja, wir kommen jetzt am 5. zusammen, um 5 Uhr abends, dann wird angelegt und am 6. geht es ab. Und nachher fangen wir rein, in der Zugspitze geht's los. Und dann fahren wir die sämtlichen Gäste, also raus nach dem Auto, haben wir ein Auto. Und nachher fahren wir bis ins Dorf, und nachher gehen wir sämtliche Gasthäuser, Lokale, Hotels, da kommen wir überall zu. Und nachher beim Heiligen rein, da ist nachher die Mitte. Und da wird dann mal ausgesucht, das erste Mal. Da wird dann mal ein bisschen gerastet und nachher geht's wieder weiter. Ich habe schon erwähnt heute, ein Verein, das Einschellen, es gibt es nur in Erwald im Bezirk. Gibt es eigentlich Nachwuchssorgen? Nachwuchssorgen haben wir überhaupt keine. Wir haben so viele Junge, die warten schon, bis das Alter aufhört. Und heuer haben wir, der Oberscheller hat jetzt heuer aufgehört. Jetzt haben wir einen neuen Oberscheller, den Scherer
Björn, der ist jetzt heuer das erste Mal der Oberscheller, da ruckt jeder nach. Und die anderen, die Jungen, die rucken alle nach, wenn ein Ohr aufhört. Victor, seit wann bist du jetzt schon Obmann? Ha, ich bin jetzt seit, ich glaube, 55 Jahre. 55 Jahre Obmann, also eine lange Zeit, über ein halbes Jahrhundert. Aber du bist nicht nur Obmann der Einscheller, sondern du bist ja auch sonst ein Vereinsmeier im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, das bin ich. Bei Musi bin ich jetzt 58 Jahre. Nachher bin ich bei den Eisschützen, Fußball bin ich, bin 25 Jahre Schiedsrichter gewesen. Oh, ich weiß nicht, wo ich überall gewesen bin. Ah, das habe ich ganz vergessen. Ich bin ja der Knecht Ruprecht auch noch von Erwald, wenn der Nikolaus kommt, da bin ich auch schon 40 Jahre. Im wahrsten Sinne des Wortes ein Namensvetter von mir. Ich würde sagen, Victor, es war sehr interessant, ein bisschen über die Erwalder Einscheller zu erfahren. Und vielleicht noch abschließend, was wünschst du dir für die Zukunft? Für die Zukunft wünsche ich mir die Gesundheit und dass die Familie, dass wir alle beieinander bleiben und fein ist. Mehr brauche ich. Und wenn Sie zu Hause jetzt ein bisschen neugierig geworden sind, am 5. Jänner ist es hier wieder soweit in der Zugspitzgemeinde Erwald. Ab 18 Uhr sind die Einscheller wieder dann unterwegs und das sollten Sie im wahrsten Sinne des Wortes auf keinen Fall versäumen.